Hallo, herzlich willkommen. Es geht weiter mit Ark. Ja, und ich fliege jetzt erstmal unseren Anton rüber. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir auf jeden Fall die Vorbereitungen treffen. Dann kann sich jeder gleich seinen Dino noch aussuchen, seinen Rex. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir in der nächsten Folge dann den Kampf machen. So, was machen die anderen beiden denn? Ja, Arbeit. Hallo und guten Morgen, Leute. Ja, ich werde auf jeden Fall noch mein Argo dann hochladen, bevor das da jetzt losgeht. Wir wissen nicht, was passiert. Und Feivel und die anderen bleiben alle hier stehen. Sehr viele großartige Tiere habe ich nicht. Bis auf Juti, den würde ich eigentlich gerne noch mit hochladen, glaube ich. Als Reittier. Will ich gerade, ob ich noch eine Kapsel habe. Eine Kapsel habe ich noch. Soll ich noch Kapseln mitbringen? Nö. Nö, braucht ihr nicht. Du auch. Ich ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt meinen Willi auspacke, oder einen Anton vielmehr. Wir müssen mal gucken. Weil der hat nämlich, der Anton hat nämlich Level 141. Das könnt ihr euch dann überlegen, wer den haben will. Ich hole noch den Willi, der hat Level 122. Ne? Und den Albert, den würde ich dann ganz gerne, glaube ich, einfach nur hochladen. Auf. Ja, fertig. Und, ich würde, wie gesagt, mein Argo, also ein Flieger, ist zu empfehlen für die neue Welt. Ja. Und weil er sich da beweglich. Und dann würde ich noch ein Reittier haben wollen und ich würde Yuji mitnehmen. Yuji ist, glaube ich, recht gut gelevelt und als Kampftier ganz gut. So, der ist aber noch da hinten. Den müsste ich holen. Wie lädt man, ist das nicht egal, wo der ist, wenn man den hochlädt? Nö, das eigentlich ist egal. Den kann man jetzt schon hochladen. Ich würde den da mal rausziehen und lade den schon mal hoch. Nur den Vogel kann ich. Den brauchst du nicht rausziehen. Weil du musst ihn ja hier reinziehen. Der muss ja auf dem Portal da stehen. Ja, genau. Also muss er doch. Also ist es nicht egal, wo er steht. Ich glaube nicht. Ne? Muss da auf dem Portal stehen? Ja, auf welches Portal ist egal, ob der jetzt am Vulkan oder hier jetzt das rote oder blaue oder grüne. Also er kann nicht bei mir auf dem Hausdach stehen. Er muss also auf dem Portal sein. Jawohl. Alles klar. Ah, ja, gut, okay. Also das ihr Lieben, nur um das nochmal zu erklären, wir streiten uns nicht, wir diskutieren nur, weil wir uns wirklich vorher nicht gespoilert haben. Wir wissen wirklich nichts über diese Sachen. Ne? Sicher kriegt man mal das ein oder andere ganz kurz mit, wenn man mal irgendwo in YouTube drin ist und sich was anguckt oder sowas. Aber wir spoilern uns nicht und wir wissen das alles wirklich nicht. Ne? Wie das jetzt mit den Hochladen ist, wie das jetzt mit dem Bosskampf ist und sowas. Das sind alles nur Mutmaßungen und ich denke mal, das schätzt ihr auch an uns so, dass wir uns wirklich nicht spoilern und da wirklich jungfräulich an die Sachen rangehen. Ja. So, jetzt okay, den Willi eintüten. Warte mal, ich muss mal dieses hier von dem Ding weghaben. Warte mal. Was bist du denn für? Wer bist du denn? Komm. Ja, wunderbar, machst du. So, schön. Oh, und jetzt musst du auch noch kommen. So, dann müsste ich jetzt praktisch den Anton auch eintüten, hier zum Portal bringen. Und dann hochladen. Müsstet ihr mir dann nochmal erklären, wie das geht. Ja, ich mache das einmal und erkläre es dabei. Achso, ich muss erst U drücken. So. Also, ich bin jetzt am Portal. Mein Duty steht da hinten. So, und jetzt klicke ich hier auf E. E auf Inventar. So, und jetzt kann man oben rechts auswählen Daten, Kreaturen, also Arc-Daten,
Kreaturen. Mhm. Und dort findest du dann dein Tier, was du hochladen möchtest. Mein Yuti ist zum Beispiel Level 139. Und ich sehe auch dann die entsprechende Gesundheit, Benommenheit und so weiter. Wie schneller ist Nahkampfschal und der weiter. So, und den möchte ich gerne hochladen. Das klicke ich jetzt einmal an. So, und jetzt müsste ich hier, irgendwo sagen. Ach so, genau. Oben rechts steht dann aktuell gezähmte Kreatur, die ich ausgewählt habe. Und daneben ist so ein Bild mit so einer Pfote. Oder, ne? Mhm. So. Und da steht Kreatur hochladen. So, und das mache ich jetzt einmal. So, jetzt werde ich nochmal gefragt, Kreaturdaten hochladen. Bist du sicher, dass du die Daten der Kreatur hochladen willst? Es wird deine Kreatur hier im Spiel zerstören. Sie verliert dann auch ihr gesamtes Inventar. So, das nehmen wir einfach mal. So, und ich mache jetzt das einmal. Da müsste jetzt der Jüter verschwinden. So. Jetzt weiß ich nicht, ob das geklappt hat, weil Jüter ist hier immer noch drin. Ah ja, jetzt sehen wir das unten rechts unter gezähmte Kreaturen hochladen. Da steht schon bei mir Takara Level 192. Das habe ich aus einem anderen Spiel schon mal versucht. Also einem anderen, ich glaube, Valguero oder so. Und habe das schon mal versucht. Das ist ein Argentavis und Yuti ist jetzt hochgeladen. Also Yuti dürfte hier nicht mehr in dem Bereich stehen. Siehst du das mal? Yuti ist weg. Seht ihr? Kein Yuti mehr. Yuti? Yuti? Yuti ist weg. Okay, ich will das mal machen. Oh, warte mal, das ist eine Tüte. Eine Tasche. Ja, das war das Inventar von deinem Yuti. Ah ja, seht ihr? Das war hier muss Yuti gestanden haben. Das ist hier also übrig geblieben. Das können wir jetzt mitnehmen, irgendwo hinpacken, in ein anderes Tier packen. So. Pass auf, dass du dich nicht selbst hochlädst, ne? Du musst also wirklich, das bist Bock. Ich weiß nicht, wo man hier ist. Ich bin noch hier. Ich bin noch am Eintüten. Achso, okay. Ne, aber ich glaube, du kannst das Bock, ne? Ja. Ja, genau. Da ist jetzt auch wieder ein Tier weg. Genau. So. Und auf diese Weise kann man die Tiere mit in die nächste Welt nehmen. So. Kann man sich darüber streiten, ob man sie dann dort brauchen kann oder nicht. Das muss dann aber jeder selber entscheiden. Man kann sich auch selbst hochladen, also seinen Charakter. Und, das war ja echt aufpassen, dass man jetzt hier nicht rumschattet. Auf jeden Fall, braucht man kein neues Tier-Level. Sattel, der ist auch im Inventar, ne? Der bleibt nicht drauf, oder? Bleibt er dabei? Nein, nein, alles, was das Tier an sich hat, ist praktisch in einem Beutel, wenn du das machst. Mhm. Also Essen, keine Ahnung, wenn du noch Leder drin hast oder so, alles geht raus. So, das machen wir dann später, wenn wir dann unten angekommen sind, wo wir hinwollen. Auch mit meinem Argo zum Beispiel, den lade ich auch hoch. So, ne, Argo, ob ich den dann hinterher raushole, ist eine andere Geschichte. Also ich habe das halt schon mal probiert. Ja, ist halt auch noch. Ne? Aus dem Solo heraus oder ja, ich mach das jetzt mal eben mit Albert, mit meinem Albino. Ja. Man muss halt nur genau hinschauen. Ich habe mich beim ersten Mal, als ich das probierte, nämlich selbst hochgeladen. Also das muss man genau gucken, ne? Wir haben hier nichts mehr. Okay, müsste reichen. Wir haben auf jeden Fall, was ist das hier? Ach so, GPS.
Mal das hin. So, was können wir denn noch hochladen? Warte mal. Was habe ich denn eigentlich noch für Tiere? Ich habe gar nicht mehr so viel, ne? Natur. Willst du die alle hochladen? Ja, ja. Blutkranus, Level 70. Der kleine Killer 1 ist auch noch am, hat auch überlebt. Ah ja, so, jetzt bist du da, ne? Genau. Da muss nicht im Kreis stehen, der muss nur in der Nähe sein. Ach so. Also, E. Ja, warte, ich mach mit, dann kann ich es dir erklären. Gehst du dann oben rechts auf, steht Arkdaten, Kreaturen. Gehst du auf Kreaturen? Warte mal eben, sehe ich jetzt noch gar nicht. Warte mal. Arkdaten, Kreaturen, ja. Ja, rechts daneben steht Tribut, ne? So, du musst Kreaturen auswählen. Da drunter steht aktuell gezähmte Kreaturen und die Namen so. Und dergleichen. Albert habe ich ausgewählt, so. Ja, auswählen, genau. Und dann gehst du oben rechts, wo die Pfote ist, bei aktuell gezähmten Kreaturen und klickst drauf. Da steht dann nämlich Kreatur hochladen. Annehmen, alles klar. So, dann müsste er unten in gezähmte Kreatur hochladen in der Liste stehen. Ja, steht da. Ne? So, bei mir stehen halt jetzt im Moment zwei drin. Muss ich jetzt noch was machen oder ist das jetzt schon erledigt? Das ist erledigt. Das ist dann erledigt. Das ist also eigentlich ganz simpel. Und man kann sich halt auch selbst hochladen. Ja, ist ja auch weg. Alles klar, ist weg. Ne? Und da guck mal, ob da noch eine Tasche ist oder so. Nee, der hat da nichts mehr drin. Hatte nichts mehr drin. Also der muss dann nur in der Nähe sein, alles klar. Ja. Wo ist denn mein Argo? Das ist Raven. Hier ist Argo. Okay. Ja, theoretisch könnten wir uns jetzt auf den Weg machen. Wollen wir das auch praktisch umsetzen? Nee. Ich wollte vielleicht eben noch mein Samus holen. Ach so. Also Sättel und sowas müssen wir dann sowieso alles wieder neu herstellen, ne? Wir sind völlig nackt. Ja. Das heißt also, spielt auch keine Rolle. Dann kann ich die Sachen genauso gut auf dem Dach liegen lassen. Ja, ja, du kannst keine Sachen mit. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also Textsachen auf keinen Fall, aber die normalen Sachen. Nein. Kannst du nicht. Okay. Ich bin der Meinung, dass es nicht geht. Weil das ist ja einfach, da würde ich da erstmal eine schöne Schusswaffe mitnehmen. Ja, okay, ein bisschen Leder und die Gedönse für den Sattel ist ja schnell gemacht. Ja, das kriegen wir doch da alles, das ist doch alles vorhanden. Was wir brauchen zum Überleben, finde ich so. Naja, nee, man muss es halt nur wissen, ne? Wie man damit umzugehen hat, ne? Also man fängt im Grunde auf jeder Insel neu an. Ja, ist schon klar jetzt. Hm. Man hat nur jetzt halt die Möglichkeit, sich die Tiere hochzuladen und dort wieder runterzuladen, sodass man wenigstens schon mal ein Tier hat. Ja. So, selbst einen Sattel muss man dann bauen. Wir kommen da also nicht darum, drumherum jetzt einen Sattel zu bauen. Ja, den kann man leider auch nicht mitnehmen. So, jetzt ist es heute etwas duster geworden. Jetzt will ich noch mal gucken. Ja, ich fliege mal einfach wieder rüber. Wir können ja von zu Hause aus starten. Ich erledige das nur noch mal mit Samus und dann bin ich eigentlich auch so weit, dann könnte man da hinten rüber. Manni, du kannst auch Samus hinten am Vulkan hochladen, ne? Ja, da ist ja auch so ein Dings. Ja, Samus habe ich jetzt eingetütet. Ja, da geht das eigentlich auch, ja. Ja.
müsste ich den zuerst auspacken. Genau. Also wichtig ist, dass wir unsere Spezialsättel haben, unsere Kleidung vielleicht, unsere Waffen, Essen, Trinken ein bisschen. Ja, das ist alles da. Dass wir kämpfen können. Und halt die Heilmittel. Aber die mache ich jetzt nicht rein, sonst werden die gleich wieder geklaut. Ja, so, die Heilmittel habe ich auf 8 gelegt. Und die 6, warte mal. Was ist das? Achso, das ist die Kryokapsule. T-Rex drin ist mein Bärt. Genau. Ja, oder wir dödeln jetzt hier noch so ein bisschen rum und machen das mit dem Hinfliegen in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir fliegen da jetzt hin. Die Zeit haben wir noch. Gut, und dann alles klar. Ja, dann wir müssen ja nicht da unten landen. Wir können ja oben auf dem Berg noch mal irgendwo in den Gängen landen. Dann mache ich mich jetzt zum Vulkan auf. Ja, wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Es ist so duster hier geworden. Sehe ich euch denn schon? Bist du schon da, Spock? Nö, ich bin bei uns an der Basis, bei mir zu Hause. Ach so. Kommen wir vielleicht zusammen. Wie war das nochmal mit der Fackel auf dem Rücksitz? Auf dem Sitz? Den Sattel abnehmen? Ja. Dann die Fackel auf den Sattel ziehen, ja, und den Sattel dann wieder ausrüsten. Okay, das war die normale Fackel, ne? Ja. Okay, so. Dann mal eine Fackel schnell suchen. Hier eine. Da ist eine. So. Ich stehe auch nochmal mit. Okay, also Sattel runternehmen. Fackel draufstecken. Ah ja, jetzt geht der Sattel wieder drauf. Genau. Deswegen. So. Wollen wir zu dritt hinfliegen? Ich bin schon unterwegs. Ach so, bist schon unterwegs. Okay. Ja, also, nee. Will nicht mit euch gesehen werden. Also, deswegen ist er schon unterwegs. Okay. Gut, dann mache ich mich auch auf den Weg, Spock. Jo. Okay. Also, einmal zum Vulkan. Genau, die Richtung stimmt. Da ist der lila des Stinks. Muss ja auch nicht schnell fliegen. Hast du auch die Dinger eingetütet? Moment, ich guck lieber nochmal nach. Also, ich hab hier so drei Gorillas, drei so Drachen, drei so Spindeljagd. Das sieht ganz gut aus. Ich überlege nur gerade, ob wir nicht die anderen Sachen alle mitnehmen sollten. Die habe ich schon eingetütet. Hast du alles eingetütet? Ja, zumindest das, was alles im Dingsens lag, sag mal schnell. Ja, weil ich habe nämlich nichts mehr im in den Schränken. Das habe ich alles da reingetan. Ich fliege nochmal eben hin. Ja, noch in der Nähe. Weil wir brauchen ja noch dieses, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt brauchen, dann müsste ich die Tabelle nochmal aufmachen. Aber ich glaube, ein paar Sachen brauchten wir noch. Also wie gesagt, ich habe alles rausgezogen. Ich habe jetzt 25 Avengaris-Krallen, ja, 25 Heilzähne, ne? Und so weiter. Ja, okay. So, halt mal kurz, Marco. Okay. Oh, komm, mach auf. Ach, hier ist ja noch was. Ja, dann nehme ich die nochmal raus. So. Oh, diese, wie viele Artefakte haben wir jetzt von den Bossen? 9, ne? Ja. 9, genau.
wird aber schon. So. Ich hoffe, wir machen das richtig, aber ich denke, das wird schon richtig sein. Weil wir werden auch nicht rein teleportiert, ne? Geht nur die Tür auf, glaube ich, ne? Ja. Meine ich, dass da so eine Tür aufgeht. Und dann müssen wir dann da reinreiten. Deswegen sagte ich ja, also wir können nur mit einem Tier da reingehen. Also jeder ein Tier. Ja. Ja, ja, mehr passt nicht. Oder geht nicht. Ja, würde vielleicht schon gehen, aber dann verkeilen die sich. Du klemmst dann da fest und so weiter. Nee, danke. Gut, aber erst den Agentavis hochladen noch. Ich werde unseren Vogel auf jeden Fall mitnehmen. Also wieder runterladen können. Tja, ich bin gespannt, wie das gemacht ist. Weil ich kenne wirklich nur dieses völlig veraltete. Und ich gehe mal davon aus, dass es inzwischen geändert ist. Weiß man nicht, vielleicht haben sie sich auch gelassen. Oder so, ja. Kann natürlich auch sein. Warte mal, bin ich da auf dem richtigen Weg? Ja, sieht gut aus, das müsste der Berg sein da. Sollte man nicht auch sehen können, wo die Kollegen sind? Mit den Helmen? In einem bestimmten Radius, ja. Ja, ja. Nur in einem bestimmten Radius. Also nur, wenn wir im gleichen Raum oder irgendwie so sind oder so. Aber du müsstest mich so langsam sehen können, wenn du schon am Vulkan bist. Nö. Der Vulkan war nochmal, das ist der große Geringelte, ne? Ja. Weil ich flieg gerade im Vulkan rein. Ja, das dauert bei mir noch einen Moment. Bei mir auch. Ich bin auch noch nicht so weit. Gerade mal die Hälfte. Dabei ist mein Pelagorn ist doch eigentlich schnell. Ja, ja, und du bist ja eigentlich vor uns losgeflattert, ne? Ja, du musst aber ständig landen, ne? Nö. Was der Pelagorn ist? Wenn die Ausdauer gelevelt ist, nicht. Ja gut, aber ein paar tausend musst du schon haben an der Ausdauer, dann ist doch der Vulkan, oder nicht? Würde ich mich so... Ja, der große in der Mitte, ne? Also von den beiden kleinen. Der war doch auf 30, auf 40, 40 etwa, ne? Der ist das doch, ne? Sollte ich mich hier. 40, 60, oder? Oder ist das 40, 40? Der Vulkan. Nein. 40, 60 oder 40, 40? Ja, so 43, 38 irgendwie so. Also der kleine, also der linke. Ja, 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 genau, ja. Das ist richtig. Genau, dann bin ich auf richtig. Okay.
Nicht der große in der Mitte. Ja, im Dunkeln sieht man das. Das Tor ist doch ein... Ach, wird doch schon hell. Ach, komm her wieder. Ach, noch einmal einen kleinen Ticken Level. Vielleicht kommt ja gleich noch ein bisschen aufmotzen. Ich meine, die letzte Folge in der Aufnahmesitzung wird ja immer ein bisschen länger. Ich weiß aber nicht, ob es was bringt, jetzt schon zu probieren. Also, diese Folge sollten wir normal machen. Ja. Und die nächste Folge wird eine lange Folge, schätze ich mal. Die machen wir dann, dann in der nächsten Aufnahmesitzung morgen dann eben. Ja, genau. Freuen wir uns auf den Spaß, der auf uns wartet. Ja, ja, das bringt mehr dann. Sonst bin ich gleich wieder so unter Druck mit Abendbrot essen und allen möglichen Gedönse. Ja, das muss ja nicht sein. So, warte mal, hier müsste die Durchgang schon kommen. Okay, so, jetzt bin ich oben. Genau. Ja, Leute, hier wollen wir hin. Da unten kann man schon sehen, da so ein kleiner blauer Punkt, wo wir hin wollen. Genau. Oh, ich sehe gerade, man kann hier gar nicht hochladen. Echt jetzt nicht? Echt jetzt nicht. Oh, da müssen wir das aber noch vorher machen. Da müssen wir hier doch zu Fuß hin, wa? Nee, ich habe ja mein Agendavis, mein Samus eingefroren und bin mit Pelle unterwegs. Also von daher wäre es gegangen. Ne? Pelle wäre mir dann egal gewesen, der hätte ihn nach Hause geschickt. Aber jetzt müsste ich ja praktisch dann wieder zurück und Samus noch hochladen. Ja, ja, wir müssen noch mal, ja, das müsste ich dann auch. Bist du ganz sicher, Spock, dass es nicht geht? Ich geh mal runter. Wir fliegen mal kurz runter. Aber du Weil ich habe gerade das Tech-Terminal angeklickt. Da ist nur das Inventar. Weil wenn du ja normalerweise an den Pylonen da die Dinger anklickst, hast du ja oben die drei Karteikarten. Ja, genau. Das Inventar, geht hier nicht. Nein, hier hast du keine drei Karteikarten, sondern nur das Inventar. Okay. Ich zeig das nochmal für unsere Zuschauer. Oh ja. Oh ja. Hier oben fehlt einiges. Also hier können wir das tatsächlich nicht. Moment, ich pack das jetzt mal hier rein. Das scheint doch anders zu sein, als wir gedacht haben. Warte mal, den packe ich da auch rein. Das packe ich jetzt da rein. Das auch, das auch, das auch. So. Wir haben hier drei. Wir müssen hier tatsächlich dreimal rein. Das ist ja mal das, was ich gesagt habe. Dann haben die das geändert. Wir haben hier einen grünen. Ja, oder die haben. Alphabet. Oder die haben das zusammengeschnitten. Warte mal, ich schau mal gerade. Wir haben hier einmal die Brutmutter Gamma, Gamma, Gamma. Also, Drache, Gamma, Brutmutter, Gamma, Megapithecus, Gamma. Dann haben wir Alpha von jedem. Den Rest brauchen wir gar nicht, wie es aussieht. Und dann haben wir doch ein paar Sachen brauchen wir schon. Die ganzen Alpha-Geschichten. Okay, also haben wir hier doch dreimal. Ja, ist auch das, was ich damals gesagt habe. Ich habe dir doch gesagt, dass wir brauchen. So, außerdem habe ich sowieso Blödsinn gemacht. Erstmal, weil Samus noch nicht weg ist. Und außerdem hätte ich jetzt meinen Rex auch gar nicht dabei gehabt. Ja, Schande. Ach. Ab in die Ecke und schämen. Ja, dann fliegen wir wieder nach Hause erstmal. Ja, wie gesagt, dann dürft ihr euch, wir verabschieden uns dann, ihr Lieben.
Das machen wir dann offline. Wir fliegen offline nach Hause. Wir zeigen euch das nochmal. Kann ja jeder nochmal zeigen. Wir haben also drei Zugänge. Einmal grün, einmal gelb, einmal rot. Ne? Gamma, Beta und Alpha. Und das heißt also, wir müssen hier dreimal rein. Das heißt also, wenn wir jetzt mit Gamma anfangen, können wir ja schon mal sehen, was auch für uns an Probleme kommen und darauf entsprechend reagieren. Das heißt also, wir sind nicht so sofort ins eiskalte Wasser gestürzt worden und können uns ausprobieren. Gut. Ihr Lieben. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir sagen Tschüss. Macht's gut. Habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allem, wenn ihr Gutes tut. Gut, wäre Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe, nette Kommentare, konstruktive, sachliche Kritik. Ihr habt gesehen, wir haben hier sowieso einen Fehler gemacht. Also ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe meinen Rex gar nicht mitgenommen, den ich mitnehmen wollte. Aber spielt sowieso keine Rolle, weil wir so wegen Samus sowieso nochmal zurück müssen. Also im Grunde genommen nichts passiert. Also, macht's gut und tschüss. Bye, bye. Tschüss.